Moin moin und herzlich willkommen zu Folge 5 des Let's Learn Ethereal Knives Inquisitor. Ich habe ein bisschen Gear angeschafft, darüber will ich auch heute mit euch sprechen. Aber zuerst einmal eine kleine Gameplay-Demonstration in Harbour Bridge. Wie man sieht, der Helm ist einfach abnormal. Wären diese ganzen Steine hier nicht im Weg. Ja, das war's, ne? Dann werfen wir mal als nächstes einen Blick auf das Gear, was wir dafür brauchen, um das zu erreichen. Natürlich, wie bei jedem Bild aktuell, im Mittelpunkt stehen quasi die Abyss-Jewels. Da kriegt man so viel Flat Damage to Spells, das ist einfach nur krank. Ich gehe einfach mal kurz mit euch über die Suche drüber. Wir haben 2 Präfixe, 2 Suffixe, die draufrollen können. Ein Präfix wollen wir auf jeden Fall live haben. Fürs andere Präfix irgendwie Flat Damage. Ja, Flat Physical ist auch noch ein Ding. Kann man auch noch mitnehmen. Dann habe ich hier den Suffix-Block. Davon sollen 2 drauf sein. Und hier habe ich jetzt eine Ausnahme gemacht, weil ich einfach die von einer anderen Suche übernommen habe. Ich habe jetzt gesagt, hier sollen jetzt mal keine Stats oder Resis drauf sein. Wenn ihr günstige Jewels haben wollt, müsst ihr hier eine 1 reinschreiben. Ansonsten werden euch im Grunde nur diese Damage-Stats angezeigt. Also wie gesagt, wenn ihr ein bisschen günstigere Jewel-Suche haben wollt, hier einfach eine 1 reinmachen. Dieselbe Logik gilt für die herkömmlichen Jewels. Ein Präfix von Live, eingenommen natürlich. Dann haben wir hier die anderen Präfixe, davon soll auch 1 drauf sein. Hier die Suffixe inklusive Resis und Stats. Davon sollen 2 drauf sein und maximal 1 Stat oder Resi. Und die sind schon teuer genug, da muss man nicht Resi auch noch wegnehmen oder Stats. Siehe hier, kosten mindestens 14 Chaos. Zumindest in Hardcore, in Softcore werden die wahrscheinlich ein bisschen günstiger sein. Als nächstes haben wir den Light Poacher Helm, das habt ihr gerade gesehen. Diese grünen Projektile, die aus dem Helm rauskommen, sehr wichtig. Im Grunde einfach nur nach irgendeinem suchen. Am besten ist sogar, wenn ihr einen mit nur einem Abyssal Socket kriegt. 2 Abyssal Sockets sorgen dafür, dass man den Helm nicht gut genug unterstützen kann. Wie man hier im Spiel sieht, habe ich einmal Volley, Fist-to-Lightning und GMP drin. Hätte man 2 Abyssal Sockets, würde ein Support-Gem für diese grünen Projektile fehlen. Das macht sich direkt bemerkbar. Also einfach den günstigsten nehmen, den ihr kriegen könnt. Wenn möglich mit irgendwie möglichst hoch Spirit Charge on Kill. Dann kommen mehr Explosionen. Was habe ich hier? Tabula Rasa mit +1 Socketed Gems, weil Ethereal Knives profitiert davon halt ziemlich stark. Wenn ihr das Geld habt, holt euch eine +1. Wenn nicht, spielt am Anfang mit einer normalen Tabula. Das geht auch. Dann Brightbeak. Nicht wundern. Ich habe hier Total Res 60. Es können ja insgesamt 2 Resis drauf aufrollen mit jeweils max 30, also insgesamt 60. Wenn ihr günstigeren Brightbeak haben wollt, geht hier mit der Total Res halt ein bisschen runter. Sorgt halt dafür, dass wir super schnell Shield chargen. Ganz wichtig ist Rim Sorrow oder Rim Burn Handschuhe, weil die haben 50% auf Physical Damage converted to Cold Damage. Macht das Scalen ein bisschen einfacher, sorgt dafür, dass wir immun gegen Fist Reflect Maps sind. Das heißt, wir können günstiger Maps laufen, weil wir nicht so viel rerollen müssen. Kosten nichts. Ihr könnt einfach nach diesem Cold Damage to Spells and Attacks suchen. Das ist Maximum 11 und wie ihr seht, die sind trotzdem noch günstig. Dann Aziris Promise habe ich hier auch vorbereitet. Einmal mit den Rolls, das heißt mindestens 2% Punkte von Perfect entfernt. Hier ist Max 20, hier ist Max 15. Als nächstes Karui Charge. Ihr könnt auch Karui Ward nehmen. Das Ding hat einfach Proc Speed, Move Speed, Proc Damage und ein paar Stats. Die sind auch ganz nett, um Attributsanforderungen zu erfüllen. Und Karui Charge hat da noch Attack Speed drauf zusätzlich. Kostet auch nicht so viel. Später nehmt ihr eh einen Biskus, aber für den Anfang ist das Ding ziemlich gut. Dann Ring habe ich hier wieder eine bisschen elaborierte Suche vorbereitet. Ich habe hier Live drauf, unbedingt. Und dann halt alle Präfixe, die gut sind für uns, inklusive Elder und Shaper, da soll 1 von drauf sein. Und dann hier noch die Suffixe, inklusive Elder und Shaper, da sollen 2 von drauf sein. Könnt ihr im Grunde so übernehmen, könnt ihr auch nicht machen. Ihr könnt auch einfach nach einem Ring suchen, der einfach nur Life und Resi hat. falls ihr da Probleme habt. Die werden dann natürlich erheblich günstiger. Die kriegt ihr schon ganz gute für 5 Chaos. Habe ich hier Schild. Life und Crit to Spells soll auf jeden Fall drauf sein. Und dann, genau wie bei den Ringen auch schon, hier alle Präfixe, die gut sind für uns, inklusive die Elder- und Shaper-Dinger. Und dasselbe mit den Suffixen. Jeweils einer drauf. Warum? Life ist ein Präfix. Crit Chance to Spells ist ein Suffix. Das heißt, da ist schon jeweils einer von weg. Na, dann habe ich hier noch einen forciert und hier auch noch einen forciert. Das heißt, ein Präfix und ein Suffix sind noch offen. Da hat man da noch ein bisschen Spielraum. Ihr könnt mit diesen Zahlen hier spielen, je nachdem wie gut ihr eure Sachen haben wollt. Schuhe sollen auf jeden Fall Life und Movement Speed haben und Resis. Also Life ist ein Präfix, Movement Speed ist ein Präfix, Resis sind Suffixe. Und dann kann sich die Seite noch aussuchen. Entweder noch Mana drauf oder Endurance, Charge und Kill. Das sind beides Präfixe, mindestens einen davon drauf. Und dann kriegt man ziemlich gute Boots angezeigt. Ihr könnt das ja auch erstmal weglassen, wenn ihr einfach nur eure Anfangsboots kriegen wollt mit viel Life, viel Movement Speed und viel Resi. Dann könnt ihr das erstmal weglassen, ansonsten packt das mit rein. Dann kriegt ihr, wenn ihr Endurance, Charge und Kill auf Boots kriegt, dann habt ihr schon viel gewonnen. Und zu guter Letzt hier noch eine sehr einfache Suche, also ohne alles. Darkness Enthroned. Wenn ihr gute Abyss-Jewels habt mit viel Damage drauf, dann eskaliert dieser Gürtel hier richtig. Wenn ihr nicht so viele Abyss-Jewels habt, dann sucht euch einfach eine Stygian Vice, wo halt nur eine Abyss-Zocke drauf ist. Und dann sucht ihr nach Life, Resi und einen von den Flask Charge Rolls. Reduced Flask Charges used, Increased Flask Charges gained und Increased Flask Duration. Einen von den dreien drauf und dann seid ihr Gucci. Hätte ich fast vergessen, ihr braucht, um Ikea zu so einer Nova zu machen, die in alle Richtungen halt geht, braucht ihr dieses Jewel. Das kriegt ihr als Questbelohnung in Akt 5. Deswegen ist es auch so günstig. Wenn ihr eins mit einem guten Roll haben wollt, geht bis 15% hoch, Global Physical Damage. Dann solltet ihr euch das auf PoE Trade holen, sollte aber auch nicht allzu viel kosten. Also das braucht ihr auch auf jeden Fall. Und wo habe ich das gesockelt? Es gibt im Grunde nur eine Position, wo genug Decks ist, wenn man hier diesen Tree-Stand hat. Und das ist hier hinten, weil da müssen 40 Decks im Radius sein. Nicht allocated, obwohl ich habe hier 40 Decks allocated, aber es würde auch reichen, wenn ihr einfach nur 40 Decks Nodes im Radius hättet. Ja, im Grunde war es das mit den Live-Searches. Dann kann ich eigentlich noch kurz was zu den Flasks und zu den Gems sagen. Wenn man ja schon gesehen hat, ich habe eine Aziris Promise drin, weil die einfach sehr viel Damage gibt. Ich habe für Shield Charge habe ich eine Quicksilver und eine Silver Flask drin. Silver Flask gibt ja Onslaught. Onslaught ist Movement Speed, Attack Speed und Cast Speed. Alles gute Sachen für uns. Auf jeden Fall eine Diamond Flask drin haben. Ganz wichtig. Und auf jeden Fall eine Instant Life Flask. Die Instant Life Flask sollte Bleed Removal drauf haben. Die Quicksilver sollte im Grunde nur möglichst viel Movement Speed geben. Im Idealfall kriegt ihr eine Alchemist of Adrenaline. Alchemist gibt noch Increased Effect und Adrenaline gibt Increased Movement Speed. Dann rennt ihr da richtig fix durch die Gegend. Und dann habt ihr auf der Silver Flask und auf der Diamond Flask Freeze Immunity und Curse Immunity. Also wo das jetzt genau drauf ist, ist egal, aber Hauptsache ihr habt das. Und wie gesagt halt entweder Bubbling oder Seething für die Life Flask. Was die Gems angeht, habe ich aktuell Cast When Damage Taken, Enfeeble, Immortal Call standardmäßig. Dann noch ein Decoy Totem hier dran. Ist ganz nett für die Abysse. 10% Schadensreduktion quasi auf den Gegnern. Dann habe ich hier noch 3 einzelne Gems drin. Flame Dash, Stone Golem, Clarity. Die müssen nicht unbedingt gelinkt sein. In den Handschuhen habe ich einmal einen Lightning Golem. Und dann wechsle ich, je nachdem, ob ich gerade Lab mache oder einfach nur am Maps grinden bin, wechsle ich dann zwischen Lightning Golem und Stone Golem. Und ansonsten ist hier das Curse on Hit, Herald of Ice, Assassin's Mark Setup drin. Das gibt uns Power Charges. Dann Movement Setup, standardmäßig Shield Charge, Fast Attacks und Fortify. Nichts Besonderes. Und in dem Helm habe ich Greater Multiple Projectiles und Volley, damit wir möglichst viele Projektile kriegen. Das erhöht natürlich unseren Clear Speed. Und dann habe ich noch Fist-to-Lightning Support drin. Das heißt, normalerweise macht der Helm Fist Damage. Aber dadurch, dass wir einmal Fist-to-Cold auf den Handschuhen haben und Fist-to-Lightning auf dem Helm, macht auch der Helm keinen Physical Damage mehr. Das heißt, wir brauchen auch keine Physical Reflect Maps rerollen. Wir können im Grunde alles laufen, was nicht Ally Reflect oder Anti-Leech ist. Dann das Haupt-Damage-Setup ist IK. Da habe ich mir einen 2120er gegönnt. Macht ziemlich viel aus, vor allem dann noch mit dem +1. Ihr könnt auch mit einem 2020er anfangen. Die sind nicht so teuer, kosten vielleicht 10 Chaos oder so. Und Softcore vielleicht noch günstiger. Lohnt sich auf jeden Fall, direkt einen Level 20 Gem mit reinzunehmen. Ja, gelingt mit Spell Echo, Fist-to-Lightning, selbe Logik wie gerade auch schon bei dem Helm. Increased Critical Strikes, Hypothermia und Pierce. Und wie ihr gerade schon auf der Brücke gesehen habt, der Haupt-Clear-Speed kommt nicht mal von dem Ethereal Knives. Im Grunde ist EK nur dafür da, um die Explosion von dem Helm zu triggern. Man muss erstmal ein paar Seelen sammeln. Ist wie im Grunde wie mit Vaal Fireball, wenn ihr das mal gespielt habt. Ihr habt am Anfang ein paar Gegner so getötet, ohne Vaal Fireball. Und sobald ihr dann den Vaal Fireball ins Rollen gekriegt habt, konntet ihr dauerhaft Vaal Fireball spammen. Und der hat sich immer wieder selber erneuert. Und so ist das mit dem Helm auch im Grunde. Ihr braucht EK vielleicht ab und zu zwischendurch mal. Oder für Rare Mobs vielleicht, wenn die nicht direkt von dem Helm gewonshottet werden. Was so oftmals werden, aber ja. Ich habe jetzt hier noch einen Blade Vortex liegen, falls ich das für Single Target brauche. Der ist aber nur Level 15, also der macht auch im Grunde keinen Schaden mehr. Suboptimal. Der Build macht ziemlich viel Spaß. Sehr schnell, wie ihr gesehen habt. Wir schauen uns die Performance dann mal in Akt 9, Akt 10 Merklab an. In der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr den Kanal unterstützen möchtet, gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr geht einfach in meine Videobeschreibung rein. Da findet ihr hier einen Amazon-Link. Wenn ihr über diesen Amazon-Link etwas bestellt, wird das meinem Account quasi zugeschrieben und ich kriege dann eine Gewinnbeteiligung. Wenn ihr euch also diesen Link als Lesezeichen zum Beispiel abspeichert, das würde massiv helfen. Und es kostet euch tatsächlich nichts extra, erstaunlicherweise. Vielen Dank für die Unterstützung.